Willkommen, meine Damen und Herren. Was ist denn hier los? Ich hoffe doch, dass wir diesmal einen Fall haben, der nicht so offensichtlich ist wie die letzten drei, die ja doch ziemlich krass am Hasseln waren. Also, ja, das war nicht normal. Wir schauen mal. Ja, naja. Also, letztes Mal hatten wir, glaube ich, alles. War das Overwatch, weil wir alles hatten? Ich glaube schon. Ich habe auch letztes Mal leider, tut mir leid, die Umfrage vergessen. Die mache ich natürlich nächstes Mal wieder, also jetzt dann heute wieder mit rein. Schaut ihr mal kurz die Shadarinos an. Ich habe eben schon reingeschaut, bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Also die zwei ähneln sich stark hier, die ersten beiden. Generell die gesamte Aufstellung scheint, also so wie die Stats aussehen, ja eigentlich, also es ist schon möglich, ne? So wie das hier gerade abläuft. Es sieht nach einem realistischen Outcome aus eines Spiels. 13-8 für die CTs. Mal schauen, was passieren. Er nadet da hart rein. Auf A haben sie überhaupt niemanden mehr. Also, die CTs spüren, dass A nicht angespielt wird. Aber ja, möglich. Also, man hört sie auch halt steppen wie die. Also, man hört eigentlich alle steppen, von daher ist das kein Problem. Wow, was war? Wo ist er da am Schluss hingegangen? Wo wollte er da gerade hin? Also, der andere CT. Ich kann ja nicht umschalten, stimmt ja. Manchmal habe ich das Bedürfnis, dann umzuschalten und zu gucken, was der Rest macht. Der andere ist jetzt nicht irgendwie in Apartments rein. Ich meine in Cutters. Tunnels, eigentlich ja Tunnels, nicht OS Tunnels. Sondern ist einfach hinter ihm geblieben. Kann man natürlich machen. Bombe ist down. Man hört ihn nachladen, man hört ihn steppen. Das ist natürlich an der Stelle vollkommen in Ordnung. Wo hat er da gerade hingeaimt? Was ist mit seinem... Was panickt er da oder was? Oder ist er etwas nicht richtig eingestellt? Das hing ja komplett weg vom Gegner. Ja, ein bisschen gehopselt, aber das schien vollkommen in Ordnung zu sein. Er spielt etwas zuckelig. Es wirkt ein bisschen zuckelig sein. Aber jetzt nicht Aimbot zuckelig, sondern jemand, der halt einfach die Dinge irgendwie merkwürdig eingestellt hat und auch komisch nutzt, die Maus. Da ist ein guter Platz, ne? Da lasse ich das. Ja, komm. Da habe ich es eigentlich immer. Das Dingelchen da. Zack. Also... Sie stehen wieder sehr... Ah ja, die Bombe ist wieder down. Ich wollte gerade sagen, sie stehen sehr bewusst wieder auf einem Spot, aber die Bombe ist down. Was ist eigentlich mit dem Rest? Stirbt der Rest irgendwie sofort? Das kriege ich gar nicht mit. Welche zwei sind denn jetzt die letzten beiden? Sind das zufällig die oberen zwei? Nee, sogar der vorletzte. Okay. Oh, weiter, doch. Na? Ich weiß nicht, ob er oben gesteppt und angesagt wurde. Gesteppt hat und angesagt wurde. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber ich glaube, er ist recht schnell gelaufen. Trotzdem ist sich der Suspect sehr sicher, dass derjenige hier kommt. Man hört ihn aber auch halt wieder rennen, ne? Wiederum. Also, wenn man hier mit einem guten Headset spielt, dann kann man auf jeden Fall erahnen, was der Gegner hier macht. Also, die letzten paar Situationen waren schon so, dass man den Gegner hat hören können. Aber dennoch scheint er ein sehr gutes Crosshair, naja, nicht Crosshair-Placement, aber ein sehr gutes Placement von sich selbst zu haben, ne? Also, er... Ey, alter Falter, wie er da hochgehasselt ist. Bin mir nicht so sicher. Ja, ich will euch ja natürlich nicht so sehr beeinflussen, das wisst ihr ja. Ich möchte, dass er selbst so ein bisschen dann halt ins Grübeln kommt und dann eben auch in die Kommentare schreibt, wie der Hase so läuft, eurer Meinung nach zumindest. Und natürlich mache ich, wie gesagt, auch die Abstimmung rein. Und noch hinzu kommt, werde ich das wahrscheinlich eh wieder als Premiere machen, um 17:45. Um 18 Uhr ist er dann Livestream. Und da ist es echt nicht schlecht, wenn wir 15 Minuten davor zusammen das Video anschauen. Die Premiere... Die Premiere ist ja für uns alle. Ja, da bin ich ja dann auch mit dabei. Wir können chatten, das ist wie ein Livestream. Wir gucken uns halt einfach zusammen ein Video an. Wie dieses Watch Together, diese Seite, kennt ihr bestimmt. Und dann alle in den Stream, zack, bumm, und dann wird gehasselt. Ja, also, wenn da überhaupt nichts im Busch sein sollte, kann man auf jeden Fall noch einiges von ihm lernen. Also das Bömmchen liegt. Oh, da sind schon mal beide weg. Alpha, ich will einfach nur mal um den Spaß gucken, ob Alpha zufällig der Erste bei denen ist. Eben hat man es kurz gesehen, ne? Eben hat man doch die Kills gesehen. Alpha ist der mit 32 Killerinis. Ich möchte jetzt hier gar nicht großartig behaupten, dass Alpha vielleicht auch anhat oder beide komplett clean sind. Aber sowas kann man auch im Auge behalten. Wir haben gerade unterm letzten oder vorletzten Video, also Overwatch, haben wir davon gesprochen, dass es eine Option geben sollte, aber wahrscheinlich ist es schwierig, es umzusetzen,
dass wenn man in einem Spiel mehrere Cheater hat, die auch reported wurden und für die es auch Fälle gibt, dass es für einen zum Beispiel hier an, also ich muss das Ding kurz mitnehmen, dass es einem hier angezeigt wird oder hier, die auch noch einen Fall haben und dass man dann im Fall umschalten kann, um dann den auch zu drücken oder die anzuschauen. Weil man ja, also wir haben ja letztes Mal oder vorletztes Mal offensichtlich Hacker auch im Gegnerteam gehabt, beziehungsweise auch einen Hacker im Team des Hackers, einen weiteren. Und da wäre es dann, natürlich ziemlich edel und würde vielleicht auch Zeit sparen, wenn man dann switchen könnte. Aber nur auf die Leute, die eben auch schon den Fall offen haben. Das war die Nate, aber ganz schön krass. Ich revoke das wieder. Man kann von ihm doch nicht so viel lernen. Der andere hüpft da weg. Er hat noch seinen Kollegen im Nacken. Da hinten sitzt auch, wie er geguckt hat. Ist da hinten auch noch einer? Ja, da ist auch noch einer. Okay. Guckt er sich erstmal sein wunderbares Knife an. Achso, nach Skins habe ich gar nicht geguckt und ich weiß auch nicht, was für ein Alter er hat, was für ein Geschlecht und so weiter und so fort. Da muss man noch analysieren ohne Ende. Also passt auf. Skins hat er nicht, also schon mal Hacker. Nee, Quatsch. Ich würde sagen, so wie er da rumhoppelt, ist er ganz klar eine Frau. Pass mal auf, wie er Alpha jetzt killt oder ob er stirbt. Hast du es gesehen? Alpha weiß, dass er ihn eben angeschaut hat. Also glaube ich, oder? Wie er gerade sich so geduckt hat. Hallo? Okay, jetzt wurschtelt er halt richtig haarig rein. Jetzt ist es ihm nicht mehr so schade. Ja, also, nee, es ist ein Mädchen. Ihr ist es nicht so schade. Ich sehe das ganz gar eindeutig. Das ist ein Girl. Oh, flash dich doch nicht selbst, Madame. Schon wieder nach oben gezogen. Als wenn sie aus dem Block, aus dem kleinen Hack rausziehen müsste, damit sie überhaupt weiterkommt zum nächsten, dass sie gescheit laufen kann und so weiter und so fort. Tja, too late, Mademoiselle. Ab. Cheater gerade recht. Oh, AWP-Runde. Das sind dann meistens die krassesten Teilchen. Also wenn es halt hart gezeigt wird, was da so für Aktivitäten im Hintergrund wohl laufen. Bin ich jetzt noch gespannt. Ich denke, das ist auch die letzte Runde, weil wir sind jetzt schon bei bald 8 Minuten. Alter Falter, durch die ganze Map gehoppelt. Naja. Das war jetzt nicht so besonders. Oh, hä? Hä, warum geht denn... Die Runde ging einfach durch. Vielleicht ist sie gelieft. Oder? Die nächste Runde haben wir eben noch einmal gesehen. Oder ist sie so früh... Oder haben wir gerade eben... Ich weiß nicht genau. Tja, meine lieben Leute, das ist natürlich eine gute Frage, was da an ist. Ich erwarte eure Abstimmungen in der Abstimmung und eben eure Hinweise in den Kommentaren. Ich werde dann gleich hier meine Drückung vollziehen. Aber natürlich ohne, dass ihr es seht. Und beim nächsten Mal werde ich dann sagen, was ich gedrückt habe. Soweit so gut. Es ist, glaube ich, alles gesagt. Wir sehen uns dann gleich im Livestream um 18 Uhr. Überall Katzenhaare. Um 18 Uhr geht's ja wieder los. Hasselmanei. Ich muss noch die Skins dafür raussuchen und auch noch geschwind die Skins raushauen. Ich habe ja noch diese ganze Liste, die abgearbeitet werden muss. Das mache ich jetzt noch geschwind. Ist da hinten auch noch was? Nein. Läuft! Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und bis gleich im Stream. Ciao, ciao.